6 Bonuspunkte nimmt der VSV mit in die Qualifikationsrunde. In Spiel 1 nach dem Grunddurchgang geht es gegen Olympia Ljubljana. In den letzten 6 Aufeinandertreffen in Villach ging das Heimteam immer als Sieger vom Eis. Dritte Spielminute, erstes Powerplay für den VSV. Jan Urbers zieht ab und dann steht es schon 1:0 für Villach. Urbers trifft mit dem Schuss aus dem Handgelenk ins lange Eck. Keine 10 Minuten gespielt. Schlacher schwingt durch und die Scheibe findet den Weg ins Netz. Schlacher mit Schmackes. Der Puck wird noch abgefälscht und landet unhaltbar für Jeff Frazee zum 2:0 für Villach im Tor. 2 Minuten Verschnaufpause hat Ljubljana, ehe es wieder klingelt. Über Lock und Verlitsch kommt die Scheibe zu Jan Urbers, der nur noch einschieben muss und den VSV mit 3:0 in Führung bringt. Die Ljubljaner Verteidigung durcheinander, Urbers hat den Durchblick und trifft zum zweiten Mal. Wir sind immer noch im ersten Drittel, der VSV im Angriff, Micha Verlitsch völlig frei und der macht das vierte Tor für Villach. Ein desaströses erstes Drittel für Ljubljana, schnell hinein ins zweite. Auch da ist Jeff Frazee im Tor von Ljubljana nicht zu beneiden. Urbers steht völlig frei am langen Eck und verwertet die Vorlage von Bacher zum 5:0. 3 sind Jan Urbers aber nicht genug und darum setzt er noch einen vierten Treffer drauf. Frazee im Niemandsland, Verlitsch auf Urbers und dann steht es 6:0 für Villach. Frazee muss in der Folge das Eis verlassen, Spreitzer nun für ihn im Tor. Aber auch ihm ergeht es nicht besser. Zackiger Angriff des VSV, Latundres auf McGrath und in Villach wird ein 7. Mal getanzt. Ein wenig Lehrgeld hat Spreitzer im Tor der Slowenen schon bezahlt, aber es wird noch teurer. Nagela kommt über rechts, zieht in die Mitte und stellt per Backhand auf 8:0. Das Schlussdrittel eigentlich müßig, die Partie ist längst entschieden. Die Chance auf den Ehrentreffer lässt sich Guimont dennoch nicht nehmen. Nur mehr 8:1 für den VSV. Einige Ljubljaner Spieler haben trotz des hohen Rückstands noch Lust auf Eishockey. Der VSV hat bereits abgeschlossen, Quartal mit dem 8:2. Die große Aufholjagd folgt aber klarerweise nicht mehr. Der VSV startet erwartungsgemäß in die Quali-Runde gegen das Schlusslicht aus dem Grunddurchgang und gewinnt zu Hause mit 8:2. Obviously our mindset was not 100% like should be on that kind of game. That's a qualification group. Our mindset was not really perfect tonight. We started really bad, especially first period. We just watch, feel how they play, and we get four goal against. And from then on, we try back, but it was not. Last period, we said let's try to win the period, and the only good things with. But we didn't quit. But it was like after 8-0, it was normal. Great game from Villach, and we just couldn't follow them today. I mean, we talked before the game that it's not going to be an easy game, and we came out in the first period as we're supposed to. We played quick hockey, quick passes, and we got a couple quick goals. So that was a great start, and then we just kept going for 2 periods. Maybe in the third we slowed down a little bit, got 2 goals, but still it's a big win for the qualification round.